Hallihallöchen Leute, willkommen zu einem nachkommentierten Part von Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Ja, ich habe so ein bisschen vermasselt, mal wieder die ganze Audiospur aufzunehmen, beziehungsweise ich habe sie aufgenommen, aber ich habe sie anscheinend nicht abgespeichert oder sowas. Keine Ahnung, was da ist. Auf jeden Fall in diesem Part, ich hatte erst vor, halt in Dungeon zu suchen im letzten Part. Also habe ich den letzten Part angekündigt, dass ich den Part, den Dungeon wohl suchen möchte. Oder zumindest den Eingang. Aber allerdings habe ich, als ich gesucht habe, so ein paar Kleinigkeiten gefunden, die ich so ein bisschen noch brauche. Und das habe ich dann gerne angenommen. Und somit geschieht das ganz schnell. Hey, komm, du kannst dein Geheimnis bewahren, ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine. Glaub mir, es lohnt sich. Wie sieht es aus? Danke, Kumpel. Bla bla bla, Lichtfeld, ja, Dieb und so. Ja, witzig was. Ja, er hat uns eigentlich gerade nur darauf hingewiesen, dass da, wo wir gerade sind, ein Diebesversteck in der anderen Welt war, in der Lichtwelt. Und ja. Mehr lässt sich dazu nicht sagen, außer dass wir uns jetzt halt wegwarpen können. Und dann kommen wir da rein und da ist dann so ein kleiner Eis-Dungeon. Das Ding ist, da spielt einfach so ein bisschen Zelda-Musik. Zelda-typische Musik, auf jeden Fall die Feen. Und die Feen-Theme. Und da sind diese Feen auch schon. Ja, also, es ist gerade verdammt schwer, diesen Part nachzukommentieren, einfach weil es ist eigentlich nicht so groß passiert. Also, ich bin, wie gesagt, ein bisschen so durch die Gegend gereist. Hab ein bisschen nachgeguckt, hab ein paar Dinge halt gefunden und diese Dinge. Die Dinge, die ich zeigen wollte, habe ich gezeigt. Ja, gut. Und ich hätte es vielleicht frischer aufnehmen sollen, da sind wir gerade ganz dumm in den Porter auf reingefallen. Das Ding ist, ich habe das sehr spät gemerkt, dass dieser Part nicht nachkommentiert war. Ich wollte es quasi gerade rendern, weil ich ein bisschen auf meiner Playsee zocken wollte. Und ja, also es ist so, dass ich immer, wenn ich rendere, halt ein bisschen was anderes mache. Mein Pokémon-Spiel weiter oder PlayStation oder Wii U spiele. Je nachdem, wie ich gerade lustig bin. Gerade spiele ich halt Uncharted 3 und deswegen hätte ich das ganz gut dann nebenbei rendern können. Und ja, deswegen ein bisschen dumm gelaufen. Aber ist nicht so wild, dass das jetzt nicht das Ding. Auf jeden Fall. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich weiß auch gerade gar nicht, worüber ich reden sollte. Ich meine, ich könnte vielleicht versuchen, über top aktuellen Themen. Wir haben jetzt den Eisstab gekriegt, wenn ich das mal eben so ein bisschen erwähnen kann, dieser Eisstab. Ich weiß gar nicht, der wirkt so unrelevant. Also, dass man ihn eigentlich gar nicht richtig braucht. Ist aber auch nicht so wild, weil wir haben ihn jetzt trotzdem. Vielleicht bringt das ja noch irgendwann mal was und ja. Werden wir mal schauen. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zu einem gewissen Punkt. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Also ich habe den Weg ganz vergessen, wie man da hinkommt. Ja. Und ja. Ja. Ich weiß nicht. Und wir bin ja auch noch ein bisschen. Das kommt alles sehr gut zusammen. Und ja. Ja. Ich und meine nachkommentierten Parts, die total, bestimmt total unmotiviert klingen. Es tut mir immer so leid, aber ich will die Parts auch nicht so hochladen, dass man sagen kann, hey, dann nehmen wir auch keine Lust dazu. Und das möchte ich halt nicht. Deswegen, ja. Na gut, Lust habe ich nicht, würde ich dazu, aber ich will nicht, dass es so stark zu merken ist. Aber ich glaube, fast jeder Let's Player, der mindestens ein Part so vor uns hat wie ich, der kann sich vorstellen, was ich gerade. Dass man das nicht gerade mag, nachzukommen hier. Und ich hoffe immer, dass mir das selten, so selten wie möglich passiert. Genauso wie ich jetzt sterbe. Ich habe mich ein bisschen verbietet, liegt schon pass. Das ist nicht einer der schwersten. Ja, bitte. Mann. Ich hasse das. Aber man ist halt am Wochenende so, nee. Das nutze ich jetzt aus, dass ich länger wach bleiben kann. Und ja, dann passiert halt sowas. Aber gestern habe ich noch ein bisschen Zeugs gemacht. Also auf jeden Fall den Livestream von Marse geguckt. Also meinem Let's Player-Kollegen. Der hat
Ja, gestern so ein bisschen geleistet und so ein bisschen länger. Ich war zwar nicht dabei, also ich war nur indirekt im Chat so ein bisschen und hab's nebenbei laufen lassen. Bei sowas mache ich ja auch ganz gerne mein Pokémon-Spiel weitermachen. Das sind alles so Sachen, die ich halt nebenbei da mache. Weil es ist halt, ja, immer so ein bisschen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist auch total schwer, gerade nachzukommentieren, weil ich halt ein kleines bisschen müde bin. Und wenn ich müde bin, dann fehlt mir so komplett der Gedankengang, worüber ich labern soll. Ich würde ja gerne über sowas reden wie Zelda Breath of Wild oder Pokémon Mond und Sonne. Aber das Ding ist, ich bin so einer, ich habe mich bei den Spielen so wenig wie möglich spoilern lassen. Klar habe ich ein, zwei Trailer von Zelda gesehen, auch die neuen Pokémon-Starter sind mir nicht unbekannt. Und ich habe mal so nebenbei ein paar Sachen gesehen, wie das sehr, sehr interessante Kokowai und die Alola-Form allgemein. Aber so richtig angetan, also so richtig so, boah, ich brauche jetzt jeden, und da ist gerade ein Fisch rausgesprungen, wie ihr gesehen habt. Ist mir so ein bisschen blöd, weil ich mir das halt nicht angucken möchte. Ich bin da gerade so ein bisschen so, nee, das guckst du dir nicht an, weil du die Spiele genießen möchtest. Und das finde ich auch richtig so, weil ich habe in The Legend of Zelda A Between Worlds und Pokémon X und Y und Omega, so Rubin und Saphir, halt eine Menge Spaß gehabt. Einfach weil ich die Spiele nicht kannte. Das hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Und obwohl, nee, ich glaube, X und Y sind das ein bisschen ausgenommen. Da habe ich bei X und Y habe ich viel. Ja, ich habe mich nicht so arg gespoilert. Ich habe bei damals bei Diamant und Pearl, genau, da habe ich jedes kleine Fitzelchen, was irgendwie an Informationen da war, habe ich aufgesaugt. Also richtig doll aufgesaugt. Alles, was irgendwie mir unter die Finger kam. Da habe ich auch sämtliche Fachzeitschriften über Videospiele gelesen. Das heißt, ich sei es GameStar, nee, Game Master hieß diese Zeitschrift, genau, das war so eine alte Kinderzeitschrift. Die übrigens, ich bin nach wie vor kein Fan davon, beziehungsweise damals war ich schon, weil die Poster halt hatten und so ein Kram. Und als Kind hat man die ganzen Spiele auch nicht so gesehen, wie sie heute sind. Beziehungsweise da die ganzen Zeitschriften und Game Master war so eine Zeitschrift, die hat total schlecht bewertet. Naja, nicht schlecht im Sinne von, hey, das Spiel ist alles scheiße und wir sind gerade angekommen, da wo ich eigentlich hin wollte. Im Sinne von, hey, alle Spiele sind scheiße, sondern eher von, hey, das Spiel ist scheiße, aber wir werten es trotzdem gut. Also, es war keine gute Zeitschrift. So, jetzt gehe ich da mal rein. Ja, das spreche ich gleich mal eben den Typen, der oben spricht. Dann können wir gleich über Zeitschriften weiterreden, die ich so gelesen habe. So, spreche ihn an, TK. Ich sehe, Link, du steckst in Schwierigkeiten, aber mehr kann ich dir nicht geben. Deine magische Flasche, dann kannst du verschiedene aufbewahren für später. Ja, solche Zeitschriften waren halt für mich damals enorm wichtig. Internet gab es ja noch nicht richtig. Das kam ja später. Und also YouTube-mäßig, als es richtig losgeboomt hat, da war natürlich der Informationsfluss da auch verdammt groß. Und ja, aber vorher gab es solche Zeitschriften wie die N-Zone. Und die N-Zone war richtig gut. Also hat mir jedes Mal richtig Spaß gemacht. Ich stöber da gerne heute auch nochmal durch. Einfach weil da solche Reportagen wie über Retro-Spiele einfach immer noch interessant sind. Und dann gab es halt sowas wie Game Master, die nicht gerade gut waren. Also ich habe mir da später ein paar Sachen mal durchgelesen. Als Kinderaugen, wie gesagt, sieht man das Ganze ein bisschen anders. So, boah, die müssen ja wohl recht haben und so ein Quatsch. Habe ich mir Spiele durchgelesen, wo ich dachte, nein, die können auch gar nicht so gut bewertet worden sein. Die sind, waren total schlecht und scheiße. Und klar, Geschmäcker sind verschieden. Aber wenn so ein Pokémon Dash verdammt hoch bewertet wurde. Pokémon Dash ist übrigens ein sehr seltsames Dash-Spiel gewesen. Also, das hatte nicht mehr viel mit Pokémon zu tun. Beziehungsweise auch, es stand halt Pokémon drauf und man konnte mit Pokémon Renn-Ding machen. Aber es wurde auf eine sehr komische Art gelöst. Also, das könnt ihr euch vorstellen wie. Es ist nicht wie Mario Kart. Also, Mario Kart ist ja. Es funktioniert. Und es macht auch schon seit dem ersten Teil Spaß.
Pokémon Dash war, hey, um zu rennen, musst du ganz schnell auf dem Touchpad rubbeln. Was mir gerade so, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, so einfällt, dass damals die ganzen Pokémon-Spiele, die ganzen Spin-Offs, alle irgendwie mit Rubbeln zu tun haben. Vor allem Pokémon Ranger war ja auch so ein Konzept, wo man unten auf dem 3DS und 3... warum gibt es eigentlich kein Pokémon Ranger für den 3DS? Ach, egal. Wo man unten auf den 2DS halt ganz schnell rubbeln musste. Also um diese Kreise halt zu ziehen, damit das Ganze funktioniert. Und Pokémon Dash war halt so eins. Es gab noch so ein Angelspiel, aber es gab es in Japan. Das konnte man sich einmalig spielen, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich auf jeden Fall mal drüber gelesen. Ja, das sind so alle kleinen Sachen, die auf dem DS halt gezündet haben. Und Pokémon hat halt ein paar Teile davon gehabt. Vor allem Ranger und Dash halt. Die sind mir gerade so ein bisschen am besten in Erinnerung geblieben. Ja, und das sind alles, ja, auf dem 3DS, denn gab es ja Spin-Off-mäßig nur Mystery Dungeon, das war ein DS-Reihe, da musste man nicht rubbeln. Gab es Super Mystery Dungeon und Mystery Dungeon 3? Oder, nee, 4 war das nicht. Portal in die Unendlichkeit. Und dann gab es ja noch Pokémon Rumble dafür. Das weiß ich nicht, ob es ein Rubble-Ding war. Also auf der Wii, wo ich den ersten Teil gespielt habe, das war kein. Das war ja mehr so ein, hey, wir smashen uns gegenseitig hier rüber ein. So, entschuldige für die kleine Unterbrechung. Aber es war gerade kurz was ganz Wichtiges. Und, ja. Mal gucken, wie ich jetzt weitermache. Ich war gerade voll an. Es ging gerade. Wir haben gerade auf jeden Fall kurz über Pokémon und so geredet. Ach, ist jetzt auch egal. Dann suche ich mir ein anderes Thema raus. Mir fällt aber gerade kein Thema ein so richtig. Ja, ich könnte über mein Pokémon-Spiel reden, aber oh, das ist auch doof. Ha! Oh, ich kann auch drüber reden, worüber ich noch Let's Plays machen möchte, aber es ist auch... jetzt fällt mir kein Thema ein. Ich war doch eben total gut am Reden. Also so redeflussmäßig. Aber irgendwie... weiß ich nicht. Okay, jetzt haben wir das Problem, dass wir uns ganz nach unten wieder kämpfen müssen. Da wir das Ding nicht einsetzen können und diese Warp-Zones auch nicht immer da sind. Ah. Oh, jetzt bin ich da auch noch reingesprungen, ich Vollpfosten. Ah, das könnte jetzt spaßig werden. Jetzt geht die Reise nämlich runter zu dem Punkt, wo wir halt reingegangen sind, an dieser Brücke. Und diese Brücke ist halt ein bisschen weiter unten als gewöhnlich und ja. Ihr versteht mich da hoffentlich schon. Ah, ich weiß echt gerade überhaupt nicht, worüber ich reden soll. Und natürlich ist da nämlich ein Weg, etwas im Weg. Und Bees. No, nicht Bees. Flüchte, Link, flüchte!
Und damit springen wir ins Wasser und können da oben lang und kommen dann irgendwann da an. Tipp, 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 tipp. Ich hasse nachkommentieren, sowas von. Ja, und da haben wir die Lösung gefunden. Tut mir gerade leid, ich habe kurz auf was anderes geschaut. Da haben wir die Lösung gefunden. Wir können uns nämlich da in diesem Ding rüber sein und das geht immer jedes Mal. Wundert mich, dass ich das überhaupt übersehen habe. Aber man sieht es auch nicht direkt, also von daher. Alles gut, alles gut. Ja, Part ist auch nicht mehr lange, also. Oh, ich hatte gerade echt Schiss, dass ich irgendwas Falsches jetzt gedrückt habe. Ein paar Herzen werden immer nett. Also, das Spiel geizt ganz schön damit, habe ich so den Eindruck. Also, nichts gegen das Spiel, aber was Herzen angeht, ist das echt nicht das Netteste. Was mir ja gerade auffällt, dass diese Steingötzen, die da so rum sind, mit der sie die Zunge rausstrecken, dass die da alle Triforce auf dem Kopf haben. Interessant. Oh, eine Fee. In eine Flasche stopfen, das möchte ich ganz gerne. Das Spiel bei der Partyspazende. Yay, bald geschafft. Das war so ein bisschen enttäuschend für mich, da ist einfach nichts. Obwohl, wenn ich gerade so nachdenke, könnte man ganz gut meinen, dass man da mit dem Warp irgendwas Special-mäßig auslösen könnte. Können wir uns vielleicht mal irgendwann vornehmen. Irgendwann. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu spät gemerkt, dass das so ein Ding ist, was sich halt ploppt. Und so haben wir nämlich unsere Fee auch schon wieder verloren. Das ist aber ein bisschen dumm. Bam, bam. Du, du, du. Ab nach da. Ah, das unglaublich zäh ist bald geschafft. Thank you.
Partsende, yay! Ja, Leute, danke, dass ihr hier seid und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bye!